Hi Leute und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir heute mal ein bisschen was anderes einfallen lassen. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Los geht's. 8 Sätze, die Schüler nicht sagen. Natürlich mache ich die Mathehausaufgaben, die wir Freitag für Montag aufbekommen haben. Jede einzelne Aufgabe bringt mich wirklich weiter und garantiert nicht zum Verzweifeln. Montagmorgen bin ich immer so motiviert, nur müde und total erholt. 2 Stunden warten für Kunst? Natürlich, ich will auch keine 4 Stunden bekommen. Ach Mann, jetzt so langweilig. Warum müssen die Sommerferien immer so lang sein? Sport, Schlaf, gute schulische Leistungen und meine sozialen Kontakte pflegen? Klar, kein Problem. Ich habe für immer alles genug Zeit. Da brauchst du schon Feiertag und Wochenenden. Wenn ich könnte, würde ich auch sonntags in die Schule gehen. Das war's schon an Hausaufgaben? Och Mann, Oma. Feiertage sind komplett überbewertet. Und besonders nervig finde ich es, wenn sie auch noch auf einen Tag mitten in der Woche fallen. So, und das war's auch schon mit dem Video. Ich dachte mir, mein Schuljahr, meine gesamte Schule geht jetzt auch bald zu Ende. Denn ich habe mein Abitur geschrieben und ich hoffe, dass ich es bestanden habe. Und wenn dem so ist, dann habe ich jetzt keine Schule mehr. Und da dachte ich mir, ich kann noch mal ein Video drehen mit allen Gedanken, die ich jemals in der Schule gedacht habe, beziehungsweise wo ich dachte, die passen in dieses Video hier. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst natürlich einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und mich würde es wie immer sehr freuen, wenn ihr das Video teilt. Das würde mich sehr unterstützen. Kommentiert, was fällt euch noch ein? Was für Sätze würden Schüler niemals sagen? Ich bin gespannt, worauf ihr noch kommt und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!